Das raff ich nicht so ganz. Hallo? Achso, ich bin zu schwer. Zwei Wände haben uns gefehlt, ne? Wände da. Einmal, zweimal. Rest hier. Oh, guck mal, beide haben wir es geschafft. 18 sind wir jetzt schon. Oh, wir können große Schränke. Yay. Das ist nice. Große Schränke ist nice. Warte mal kurz, so, ja, wundervoll. Und weiter. Jetzt haben wir ein bisschen was gecraftet und sind schon wieder halbes Level an. Boah, das ist so krass, wenn man das überlegt. Hier. Und zack. Jetzt schauen wir mal. 4. Zack. Guck mal, wie das Level hochgeht. Zack. Und zack. Aber was habe ich gesagt? Wenn wir mit der Bude fertig sind, haben wir locker 3-4 Level. Ja, zumal ich am besten eigentlich noch einen Dino-Stall direkt nebenan baue, ne? Direkt noch nebenan, also direkt mitbaue, in dem Sinne. Macht eigentlich Sinn. Ich weiß nicht, die Dinos hier so draußen stehen zu lassen. Ich meine, hier ist jetzt zwar nichts, was ich bis jetzt zumindest so fleischfressermäßig gesehen habe. Aber man weiß es ja nicht, man weiß es nicht. Kann ja immer noch kommen. Vielleicht denkt sich ja so demnächst mal so der ein oder andere T-Rex: Hey, schauen wir nochmal beim Blackie vorbei. Und dann, wenn ich da so einen Trike draußen stehen habe, dann sehe ich natürlich alt aus. Oh, hier sind die ganzen Wasserleitungen. Okay, Lehmpfeiler. Ein Floß. Da, Triceratops-Sattel. Kompostbehälter. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und ich bin ja dafür, dass wir zumindest mal hier so ein Beet lernen. Aber ich glaube, es gibt auch, also ich weiß, es gibt auch mittlere, aber ich weiß nicht, ob wir das schon 26. Holy shit. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen heftig. Fiomia-Sattel. Wo ist denn hier Parasaurus? Da. 9 Punkte. Den lernen wir jetzt auf jeden Fall auch mal. So, und jetzt würde ich fast mal sagen, wir sind jetzt, was für ein Level? 17. Dass wir jetzt bis Level 20 mal die Engrams aufbewahren
Weil ab da kommen nämlich hier die Eisensachen und die würde ich dann doch schon ganz gerne lernen. Und zwar am liebsten direkt. Aber ich will auf jeden Fall, ein Parasaurier haben. Also Trike, die sind zwar nice, aber so von, also die können sich auch gut wehren, wenn ich jetzt mal wirklich auf was treffen sollte, so. Aber, nee, ich meine, die sammeln auch schön Bären und so, aber die sind halt langsam. Das könnte ich mir vielleicht mal als Zweittier nach dem Parasaurier holen. Oh, 20 Dächer, ich glaube, das ist echt viel. Ich glaube, so viel brauche ich nicht mehr. Aber es ist ja eigentlich egal. Weil die werden ja nicht schlecht. Also die können wir ja irgendwo lagern. In der Kiste. Und wenn wir sie brauchen, holen wir sie raus. Ne? So ist das ja nicht. Die gehen uns ja nicht verloren. So, jetzt haben wir schon wieder fast Level up. Holy moly. Geht echt schnell. Ich glaube nämlich, da das Wasser da hinten so flach ist, können wir nämlich die Blumenbeete direkt ins Wasser stellen und dann sind die auch bewässert. Aber ich meine, Eisen, das ist ja geil. Eisen ist direkt hier so viel. Also das heißt so viel, jetzt nicht übertrieben, aber dadurch, dass die Loot-Sachen halt länger bestehen bleiben, denke ich mir mal, dass wir da einige hundert Eisen rausholen können, was nice ist. Dann haben wir nämlich durchgehend immer Eisen, haben da überhaupt keine Probleme und können halt ständig Eisensachen machen. Das ist später auch cool hier für die Rüstung und wenn wir dann wirklich mal für irgendwelche Sachen wirklich mal ein paar tausend Eisen brauchen, ist das schon, glaube ich, ganz geil. Und ich bin echt mal gespannt auf hier Höhlen und weiß nicht, irgendwelche besonderen Sachen so. Vielleicht werden wir, also wir werden uns dann bestimmt auch mal an so Sachen rantrauen, wie mal so ein Mosasaurier tamen und sowas. Okay, jetzt ist es aber rapide dunkel geworden. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile meine Standfackeln gelernt? Meine Standing Torches? Nö. Nö, warum auch? Braucht man nicht. Mehr Spaß beiseite. Scheiße. Das finde ich jetzt doof irgendwie. Weil jetzt wird es wieder auf jeden Fall dunkel. Für euch vor allen Dingen. Also ich sehe hier, obwohl, können wir eigentlich? Das ist jetzt mal so ein Test. Können wir hier Gamma eingeben? Gamma 5? Ja! Oh, nice. Okay, schön. Gut, dann hat sich das mit der Dunkelheit erledigt. Dann könnt ihr jetzt auch was sehen. Wir können Gamma hochstellen. So. Machen wir mal hier die Dächer fix. Ah, 20 war definitiv zu viel. Aber ich habe lieber, wie gesagt, ein paar Dächer zu viel. So 11 Stück. Ein paar. Ja, ich habe lieber ein paar Dächer zu viel, so als zu wenig. Eisen, ja, können wir jetzt auch mal aufbewahren. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber machen wir jetzt einfach mal.
So, 17, hier haben wir nochmal 11 Fleisch. Wo ich mich frage, warum habe ich jetzt 11 Fleisch? Fragezeichen. Egal. So, hier sind Nummer 8. Mach ich mal ein paar Essen. Das Holz kann nachgelagert, nachgeliefert werden. So, haben wir nochmal ein Fleisch. Ne, das kommt nicht hier rein. Haben wir nochmal so. Haben wir nochmal das Fleisch hier rein. Zack. Bärchen haben wir jetzt auch ganz gut was. So, 84 davon. Wir haben 36 Major Berries. Ja, ich denke mir mal, wir können uns jetzt so langsam mal an irgendeinen Vieh rantrauen. Habe ich jetzt die Slingshot? Habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Wo ist sie denn da? Wieso eigentlich nicht? 5 Holz. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt wohl erstmal mit der Steinschleuder arbeiten müssen. Holz, 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 da. Nehmen wir mal so ein bisschen mit. Oh, guck mal, hinten wäre ein Pterodon. Da hinten wäre ein Pterodon. Und noch einer. Schön. Okay, also die landen auch hier. Das ist nice. Dann können wir nämlich gleich mal ein paar Dodos tamen und auf die... Also die Eier sammeln dann von denen. Und dann können wir nämlich bald Kibbles machen. Und dann können wir nämlich uns hier so ein Petaradönchen holen. Dann haben wir schon mal das... Wo nimmst du die ganzen Steine her? Ey, ich will gar nicht so viele Steine. Pass auf, wir machen das jetzt. Boah. Ich meine, die haben zwar ekelhaften Flugsound. Immer noch irgendwie. Na, oh, schick, schick. Was hat der für ein Level? 255. Nicht schlecht. 435, das Ding hier vorne. Ho, ho, ho. Ja, das ist schon schmackhaft. So, aber pass auf, wir haben ja nochmal. Wir essen jetzt einfach. So. So. Mhm. Irgendwann sagt, wir bewahren die auf. Genau, machen wir auch. Wir wollten einmal eine Slingshot. Wir wollten. Oh, große Kiste, stimmt, die können wir ja auch jetzt bauen. 3. Okay, jetzt kommt nämlich Trick 17. Da, ja, genau. So, die haben 29 Steine, das ist sowieso zu wenig. Also wir werden gleich noch Steine sammeln. Also es ist kein Pixelfehler, die weißen Striche sind der Regen. Aber wir machen jetzt mal noch ein bisschen so ein bisschen die Lautstärke runter. Weil der Regen ist echt laut. Zumindest bei mir auf dem Ohr. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir auf dem Ohr ist der Regen relativ laut, deswegen machen wir ihn ein bisschen leiser. Oh, kann man noch ein paar? Einen. Ernsthaft? 40 Holz? Lol. Okay, ich dachte, der wäre billiger. Bin ich ganz ehrlich. Ich dachte echt, der wäre billiger. Ah, jetzt wird man noch kalt. Kälte ist nicht so gut. Verlieren wir nämlich Leben. Ne, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das jetzt so. 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 Kann ich nämlich perfekt durch. Aber das track nicht. Okay.
So, machen wir nämlich hier den Weg zu. Und dann schießen wir das Strike an und rennen hier rüber. Dann bleibt er nämlich in diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Barrikaden, bleibt er nämlich hängen. Also der kommt halt nicht durch. Und wir können ihn gemütlich down schießen. Ich weiß, hört sich ein bisschen nach Cheaterei an. Ist es aber nicht, weil ich bin immer alleine. Was soll ich denn machen? Ich habe keinen Mate, wo ich sagen kann, ey, ich schieß mal drauf. Ah, er rennt dir hinterher. Ich schieß jetzt mal drauf. Geht nicht. Müssen wir uns anders verhelfen müssen. Aber wir sind ja ein Survival-Profi. Und daher kriegen wir das auf jeden Fall hin. Der alte Blackie hat schon so viel Stündchen in Armor. Ja, ja, auf jeden Fall, das ist Armor. Willkommen in Armor. Nein, also wir haben schon so viel Stündchen hier in Ark verbracht, als ob ich das nicht hinkriege. Aber der hängt gerade eh zwischen zwei Bäumen fest. Theoretisch. Könnten wir so schon Glück haben. Ich meine, ich will es jetzt nicht unbedingt ausprobieren, aber es könnte sein, dass wir so schon Glück haben, der zwischen den Bäumen nicht herauskommt und wir ihn platt machen können. Es kann aber auch sein, dass wir so viel Pech haben und er diesen scheiß Pöller da mit zwei, drei Schlägen da platt macht und auf einmal uns hinterher rennt und wir die Arschkarte haben. Aber mit den Pöllern, das hat eigentlich bis jetzt immer gut funktioniert. Ich meine sogar, wenn mich nicht alles täuscht, hat das damals auch bei Raptor und Co. funktioniert, wenn man die enger zusammengebaut hat. So, Triceratops-Sattel. Also jetzt. Jetzt werde ich. Oh, scheiße, jetzt kommt Dino-Tor. Futtertrog, Räucherkammer, oh, den ganzen Scheiß, den ich lernen will. Und im nächsten Level kommt mein ganz. Meine Schmelze. Oh, geil. Im nächsten Level. Im nächsten Level, Leute. Im nächsten Level. Scheiße. Meine Strike ist cool, dann gehen wir auf jeden Fall direkt erstmal Fettbärne holen. Ah ja, wir wollten ja nur 20 machen.
Wieso ist das andere so? Hä? Egal. Kann ich das nicht? Ja, mach mal einfach so. So, dulle. Ich denke mal, das reicht schon. Da müsst. Boah, oder? Scheiße, kommt er da durch? Ja, wenn das Strike hier durchkommt, ne? Wir sind so gearscht. Ich glaube, ich baue hier hinter echt nochmal eine Reihe. Irgendwie. Na, komm. So. Nein, 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 nein. Ja, nein. Ja. So. Aber wenn. Ja, komm. Ach, komm. So, abreißen. Zack. Ja, wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir versuchen jetzt einfach unser Glück. Sagen. Wir nehmen jetzt einfach mal noch ein paar, also auf jeden Fall noch ein paar Steine. Ich meine, am Anfang, boah, normalerweise haben wir am Anfang immer nur so ein 20er, 30er Trike so platt gehauen. Aber zum 200er. Holy moly. Ja, gute Nacht. Egal, nicht schlimm. Danach sind wir wenigstens wieder bei Null. Ja, gut, wir können auch nicht ins Inventar gucken, ist klar. Boah, Leben wird auch schon voll wenig. Scheiße. Eigentlich brauchen wir volles Leben. Falls er uns dann wirklich mal hittet. Also falls er wirklich da durchkommt, Leute, dann werden wir uns einfach killen lassen. Warte mal, wir können wieder Gamma auf 0 stellen. Oh lol, ich habe hier noch die ganzen alten Befehle in der Konsole. Hier. Aber wie gesagt, wir können auch Glück haben, dass er einfach oben im Baum einfach hängen bleibt. Dass wir den da vor Ort direkt down machen können. Es kann sein, ich will nichts versprechen. So, noch gerade was futtern. Und dann geht's los. So. Oh shit, ich bin so gespannt. Oh, wir haben, glaube ich, echt Glück. Okay, nicht zu früh fahren. Oh, sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Ah! Oh, hat sich im nächsten Baum festgehakt. Nice. Komm, geh down. Geh down.
Oh Gott, ich glaube, wir werden so ätzend. Oh, wenn ich jetzt repariert hätte, der wäre auf mich zugestürmt, der Brustmahl hat. Dann hätte ich nicht, wäre ich nicht weggekommen. So, komm. Wir werden so ätzend lange an dem rumhämmern, glaube ich. Steine, die wir haben, reichen. Okay, Leute, er ist frei. Es rennt aber weg. Oh Mama, jetzt rennt's auf uns zu. Wir haben nur noch 6 Steine. Prostmahlzeit. Kommt nicht durch, aber es macht die Holzdinger kaputt. Ich hab keine Steine mehr. Scheiße. Es rennt wieder weg. Also es müsste ja jetzt langsamer fallen, wenn es wegrennt. Zum zweiten Mal jetzt schon. Fuck. Das war's. Tot. Scheiße, macht das Schaden. Alter, das hat mich einmal erwischt. Das hat mich fucking einmal erwischt. Es macht weiter die Dinger kaputt. Oh, es will uns so hart fisten. Es will uns so hart haben. Mein Dead Body hier. Wo ist es da?
reparieren. Oh Mama. Ich glaube, das war fucking knapp. Brauchen Steine. Steine, Steine. Ich krieg das Ding. Ich krieg das. Ich krieg die. Komm her, du gehörst auf jeden Fall mir. Komm her, wo bist du? Na, wo bist du? Wo ist der Strike? Leute? Fuck, wo ist der Strike hin? Och nee, really jetzt? Komm bitte, wo ist das? Okay, das Ding rennt weg. Ist das hier bei mir in der Bucht drin? Nee, da ist ein Dilo. Och komm schon, das kann doch jetzt nicht weg sein. Das war doch gerade noch hier hinter mir. Ist das ins Wasser gerannt oder so? Nö. Hä? Das kann doch nicht einfach verschwinden. Galileo Mystery hier jetzt, oder was? Ach komm schon, das ist echt nicht wahr. Wo ist denn das... Entschuldigung, aber wo ist denn das verkackte Trikots hin? Mann, das ist ein fettes Trike, das kann sich doch nicht einfach so in... Weiß ich nicht, Luft auflösen. Das ist weg. Ist einfach weg. Ich raff das nicht. Das ist mir zu hoch jetzt, ganz ehrlich. Das ist mir echt zu hoch. Hochgerannt ist es anscheinend auch nicht. Und so, sonst wäre es ja hier. Das ist mir echt zu hoch gerade. Och komm, ey. Oh Mann, das ärgert mich jetzt.